So, was haben wir denn noch hier? Geht's ja noch weiter. Ich bin jetzt ein bisschen begeistert. LB, kann man die sind essen? Sind diese Beeren essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber ja, sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Eine geht schon. Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Relativ oder relativ? Relativ. Nee. Mein Mikrofon mal runter. Sogar die Bären hier sind giftig. Sogar der Braunbär ist giftig. Kommst du was? Nennen sie einfach Kompis. Das ist leichter. Nennen sie einfach Kombis. Da ist ein Kombi lang gefahren, lang gelaufen, lang gewurzelt, Riesenfrosch. Was haben wir denn noch so? Hier ist bis das Reden. Hier bist du nicht reden. Nicht so nah. Genau, ich habe Berührungsangst. Ich habe Angst. Angst angegriffen zu werden. Hey, was sagst du jetzt so? Ich? Ich hab Hunger. Ich starre nicht. Sie starren. Gucken Sie doch woanders hin. Vergiss es. Ja. Na los, schau woanders hin. Ich brauch das Funkgerät. Ja, ich will Pizza bestellen. Platz weg, ich will Pizza bestellen. Komm, klotz mal weg, Kuh. Klotz weg. Klotz doch jetzt mal weg. Danke. Ja, willst du mich hier rollen? Können wir eigentlich noch wechseln? Ja, mit dem können wir auch. Da können wir sie doch bestimmt ablenken. Mache Boom mit die Knarre. Keine Dummheiten. Ja, sonst haust du meinen Werkzeugkoffer vor den Kopf. So wie die Knarre labbert, kann die doch gar nicht schießen. Ach Mann. Ich würde da kurz die anquatschen. Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Ja, ich reibe deinen Kopf ein. Mit der viele Creme, mit der Rasiersaum. Und steck deinen Kopf in Dinosaurierhänder, dann kannst du ihn tragen wie Mütze. Ja, kannst du so machen. Dafür habe ich Rasiersaum. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine. Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Bären. Sie werden mir helfen. Das will aber keiner. Du sollst sterben. So, okay. Na komm, wir sehen es. Wir schauen jetzt mal um und da gehen wir in die Roden. Sterben sollte. Ein qualvollen Tod. Sind das hier die richtigen Bären? Sie. Bring sie mir. Meint sie mir freundlich. Es ist dunkel. Komm so ein Kleiner. Ich brauche diese Bären. Hier. Willst du einen Bär rasieren? Gracias. De nada. Sie ist ein gutes Kind. Ich weiß. Sie hat ein bisschen von der gelebt. Ja, komm, jetzt gehen wir da. Komisch, ob sie wohl aus der Jurazeit stammt? Oh. Okay, da können wir gar nichts machen. Kann ich sonst irgendwas für Sie tun? Wasser holen oder... Nein, wir gehen sowieso gleich weiter. Glaubst du? Was? Quatsch mal mit ihm. Komm, Schlönze, red mit mir. Aha. Jetzt komm, kann ich da nichts sagen, wie, guck mal, ich schlenk sie ab und du kleines blöde Kuh, du klaust dir jetzt mal bitte das Funkgerät.
Egal, was Sie von Ingen halten, Sie sind diejenige, die uns mit vorgehaltener Waffe durch den Dschungel treibt. Soll ich jetzt etwa Mitleid mit Ihnen haben? Sie marschieren hier ein und denken, Sie können tun, was Sie wollen, nur weil Sie genug Geld haben, um ein paar Politiker zu bestechen. Provozieren Sie mich nicht! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay, ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Nein. Ich tue Ihnen nichts. Ich habe nämlich einen Sprachfehler. Wenn Sie mit Sprachfehler tun, Ihnen kennen was. So. Bleib in der Nähe. Das war das Falsche. Ich verläuft ganz schnell. Mann. Das wollte ich. Sie bringen uns alle in große Gefahr. Sie schulden mir eine Erklärung. Nein, eine Erklärung. Okay, gut, genau. Sie haben recht. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, ich werde ganz ruhig. Wir wollen doch alle keinen Ärger, oder? Genau, weil dann kann ich endlich meine klapprige Waffe wegstecken. Die klappert wie ein Beutel voller Bier. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Konversation. Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja. Natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Hören Sie, Sie müssen sich wirklich beruhigen. Sonst wird sich Ihr Zustand noch verschlechtern. Sie sollten sich nicht um meinen Zustand sorgen. Was? Okay, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich bin zu weit gegangen. Verdammt richtig. Tut mir leid, ich wollte nur... Bitte beruhigen Sie sich, bitte. Okay, na, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Ich hatte doch auch gedrückt. Was machst du da? Ich... Rasiersam suchen. Ich wollte mich rasieren. Ich habe einen Dino gesehen. Tut mir leid, ich wollte leise sein. Da war ein Dinosaurier. Hauptsaurier oder Pflanzenfresser? Ich bin mir nicht sicher. Ziemlich klein und leise. Compsognathus? Ja, genau. So einer war's. Oh, wir haben nichts zu befürchten. Sie essen hauptsächlich Eidechsen und sowas. So leicht ich nie wieder so an mich ran. Warum nicht? So, jetzt bestelle ich Pizza. Pizza. Ich bin Salami. Was ist das für ein Scheiß? Hey, hallo, ich hab bloß zwei Hände. Jetzt. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Scheiß Kriterien. Bitte identifizieren, over. Ich bin die Jess und ich möchte eine Pizza. Ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Machst du doch wohl. Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, was? Gehen wir endlich weiter. Oh, das ist klimper. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch hallo? Vielleicht sehen, hallo? Sie... Hallo? Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Eine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar?
kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Aha. So, kann ich jetzt hier wenigstens so Chasse-Course-mäßig Raketen schießen? Nee. Keine Spur von ihnen hier. Ja, wir können uns doch viel weiter umgucken hier. Ja, ach, guck hin. Hat das Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Hochintelligent, der Mann. Hochintelligent und gefährlich. Na, jetzt. Da vorne ist es schön. Auch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Die Geisel der Menschheit, rauf! Helikopter! Warum zum Teufel sollten Sie das tun? Schießt euch vom Himmel! Hui! Na, jetzt, ja, jetzt machen wir voll die Klick ein. Achtung! Das ist... Oh. Hör mich schmeißen, also schwapp. Ach nee, Ey, meine Nerven. Nur Clicktimes, also spielst du, gibt's hier aber. Nur das Clicktimes nervt. Nettler. Du bist gestorben. Tut mir leid, Kumpel. Ich muss mal kurz übernehmen. Aha, und was müsste ich jetzt machen? Mal so ganz gerissen gefragt. Erstmal ganz schnell Ort drüben. So, und jetzt müssen wir. Oskar, die Kette ist los. Oskar! Kannst du die Kiste landen? Wie, wie? Das sind was für Anfänger. Okay, jetzt. Ja, ich kann auch Hubschrauber fliegen, seht ihr das? Weil an Fluglinien die Dinosaurier-Sphäre durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Ja, Yoda, hast du fein gemacht. Rangold! Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Machen wir doch glatt. Das Tape im Überlebenskit. Wie schnell Quicktime, haben wir den durch. Ist doch für die Quicktime-Experten. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, ich wahrscheinlich das für dich. Warte. Quicktime. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das gerade gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Er hört nichts mehr. Es ist eine taube Nuss. Das ist eigentlich schon eine geklappte Musik. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Nein. Dafür habe ich ja die hier. Könnte gefährlich sein. Sagt ein 2 Meter großer Muskelfaktor-Typ, der zutätowiert ist. Das könnte gefährlich sein. Habe keine Angst. Nein, niemals. Oskar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Mhm. Okay, hier ist Blut. Ja, als Supersoldat können hier das. Blut. Das wird ja immer besser. Okay, wir haben den Pterodactylus-Schwanz. Ach nee, wir gucken, also das sehen wir perfekt, dass da bestimmt auch Bären fehlen. Hier hat wohl jemand Bären gepflückt. Das habe ich nicht. Keine gegessen. Und hier haben wir den Dinosaurier-Schwanz. Kleine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Weil die gut sind. Und hier hinten haben wir die Eier. Alter, mal drüben noch was. Na, ich will so einen Bären. Willst du mir einen Bären aufbinden? Hallo? Ich drücke und nichts passiert. Okay. Gut, haben auch drüber geredet, aber da passiert was. Hier sind ein paar frische Spuren, Oskar. Ich tippe auf Saurier. Oskar Gold. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Nein. Ups.
Du bist tot. Ach, nur Quick Dimes hier. Ah, ich hab mich verbrückt. Okay. Na, ich hab doch gedrückt. Ich hab mich verirrt. Ist ja geil, dass die Quick Dimes, dass man hier 1000 Quick Dimes hat, finde ich schon mal so beschissen. Und ich find's doch beschissener, dass es dann auch nicht reagiert. Muss ich echt mal gerade zugeben. Oder ist wenigstens noch gehen. Aber ich finde, es reagiert nicht. Ich werde gleich blöde im Schädel. So, wir haben doch ein Messer. Kommt doch mal ein Messer. Und man steht F drücken. Na, ich hab doch gedrückt. Na, ich drück doch. Wollt ihr mich einfach bis verarschen? Ey, dass das nicht reagiert, geht mir so auf den Sack. Aber ganz barbarisch. Alles okay? Was? Halt die Schnauze, du Stück Scheiße. Schon mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhigt, Rosa. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Scheiß Quick-Dimes, der funktioniert so nicht immer, wenn du drückst. Ey, das ist doch ein Sackgang. Aber wo kommt da der Sackgang? Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Na, was die alles weiß. Eieiei, gefährlicher als die Soldaten, Mensch. Ja, die Klappe. Bebops Kinder-Dinosaurier-Boy. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Ja, Achterbahn fahren. Ich wusste zwar, dass es hier im Park Fahrgeschäfte geben soll, aber ich hätte nicht mit sowas gerechnet. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hatte. Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Ja. Wir fahren damit? Der ja. Hebel sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist ein Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen.